Hi Lieben, wie ihr seht, ich bin heute ein bisschen chilliger unterwegs. Das ist nämlich ein Sonntagsvideo und es soll heute um dieses wunderschöne, wunderhübsche Objekt gehen. Ich gucke gerade so, dass ich es richtig rum in die Kamera halte. Ja, das ist der Final Fantasy Finsbury, wie ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt. Ihr seid ja alle nicht doof, ne? Und zwar in der Farbe Electric Blue. Und ich habe mir den bestellt. Und ich habe extra sehr lange gewartet, um ihn mit euch auszupacken. Und ich werde euch jetzt erstmal so ein paar Eckdaten sozusagen nennen. Also ich habe den nicht auf der Filofax-Webseite bestellt, das werdet ihr auch gleich an der Verpackung sehen, die ist eben ein bisschen anders. Ich habe die auf Amazon bestellt, bei einem privaten Verkäufer. Dieser Filofax kostet auf der Filofax-Webseite, ich glaube 79 Euro, also knapp 80. Und ich habe jetzt, glaube ich, 46 Euro dafür bezahlt. Das ist die Größe Personal. Und der ist eben aus echtem Leder. Ich meine, es wäre Rindsleder. Ich bin mir gerade irgendwie total unsicher. Auf jeden Fall 46 Euro plus 3 Euro Versand. Das heißt, ich habe für den 49 Euro bezahlt. Davon könnt ihr halten, was ihr wollt. Ein Freund von mir hat neulich irgendwie so treffend gesagt, ja, andere Leute geben mir Geld für Autos aus und du halt dafür. Irgendwie so war es. Und es ist ja auch so. Also, nicht meckern, sondern nur gucken. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie der so aussieht, als ich ihn ausgepackt habe, so ein bisschen von innen, die ganzen Einlagen und so. Und ich wünsche euch viel Spaß. Also, so sah das alles aus, als es bei mir angekommen ist. Schlau wie ich bin, habe ich natürlich meine Adresse geschwärzt. Und ich habe es jetzt schon aufgemacht. Ist klar. So. Dann ist hier so ein Zettel dabei. Da ist er. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen weiter rein. Also wie ihr sehen könnt, hier außenrum ist so ein komisches Schutzding. Macht man das mal ab. Da ist er. Ich habe mir jetzt mal hier ein weißes Blatt untergelegt, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Ich hoffe, die Reflexion stört nicht zu sehr. Wie ihr sehen könnt, der ist hier mit so Plastik außenrum. Und so kommt das alles. Das ist die Farbe. Ich hoffe, es verfälscht nicht zu sehr. Ich glaube aber schon, dass es verfälscht. Ich blende euch jetzt mal ein Foto von der Farbe ein, wie es halt wirklich in Natura aussieht. Ja, dann kann man hier das abmachen. Ach, es fühlt sich so schön an. So, wie gesagt, hier ist diese Schnalle. Die ist relativ robust, also die ist sehr viel robuster als bei meinem Saffiano. Und mein Handy vibriert. Und das ist hier eben Leder. Also ich glaube, es ist Rindsleder und es fühlt sich richtig gut an. So sieht das von hinten aus. Hier sieht man, dass es nicht eingelassen, sondern nur von außen aufgenäht. Beim Aufmachen habt ihr auch schon gesehen, hier ist wie immer dieser Schutz hier drin. Und dann sind hier die Inserts, die liegen alle zusammen mit hier so, ja, die sind hier alle so zusammengebobbt. Ja, die Inserts sind jetzt auseinander. Hier sind die Weider, hier ist dieser Schutz, den ich gleich erstmal rausmachen werde, ein Lesezeichen. Und dann hier die ganz normalen Inserts. Ich gucke jetzt auch mal, ob das richtige Kalenderjahr drin ist. Ja, Kalenderjahr 2015. Dann das erste, was ihr immer machen solltet, wenn ihr einen Filofax geschickt bekommt. Erstmal gucken, ob die Ringe alle schließen. Und auf den ersten Blick sieht das hier ziemlich gut aus. Ich mache sie mal auf. Die öffnen auch gut. Ja, also die Ringe sind einwandfrei. Das ist wirklich immer das erste, was ihr überprüfen müsst. So, ich werde jetzt mal das hier schnell rausschneiden. Dann seht ihr, dass hier vorne so ein relativ großes Fach ist. Hier. Das ist auch ziemlich straff, sage ich mal so. Und das hier ist auch alles mit Leder, hier einmal vernäht und hier sind eben solche Kreditkartenfächer. Und das ist hier wirklich alles Leder, das fühlt sich auch sehr, sehr, sehr robust an. Der lässt sich jetzt noch nicht komplett aufklappen und wie ihr seht, beim Aufklappen wirft der hier eben so ein bisschen Falten. Hier innen ist Stoff, wo eben auch nochmal Filofax draufsteht, der auch ein bisschen knalliger ist. Und hier hinten ist eine Stiftschlaufe, die auch aus Leder ist, oh, und die ziemlich hart ist. Ich werde jetzt mal gucken, ob die Stifte da überhaupt reinpassen. Ich hoffe es mal. Also, oh, das ist natürlich blöd. Also meine Stifte, die ich normalerweise benutze, passen hier nicht rein. Aber höchstwahrscheinlich werde ich die dann einfach so irgendwie einhängen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Vielleicht hole ich mir einfach einen dünnen, weil die gibt es ja auch in dünnen. Ich gucke mal kurz, ob der dünne reinpasst. Also die dünnen Friction-Stifte passen rein, die dicken nicht. So, wenn ihr aber einen ganz normalen Fineliner oder sowas habt, dann wird ihr da auch auf jeden Fall reinpassen. So, einmal umschlagen. Hier hinten ist noch so ein Fach drin.
Und hier ist dann ziemlich cool, auch aus Leder, komplett der Reißverschluss, der einmal über die komplette Länge geht, der auch sehr, sehr, sehr stabil aussieht. Mal gucken. Ja, auch dieses Fach ist ziemlich straff. So. Hier, das hier ist übrigens ein kleiner Druckknopf. Übrigens, der Druckknopf fühlt sich ziemlich fest an. Also der fühlt sich echt sehr, sehr stabil an. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal die Struktur von dem Kalender so von nah an, also von dem Leder. Und ich hoffe, dass die Farbe jetzt nicht zu sehr verfälscht. Jetzt habt ihr es nochmal etwas näher. Das ist, wie ihr sehen könnt, hier eben vernäht an den Rändern. Und hier die Schnalle, die hier so aussieht. Ich zeige euch das innen auch noch einmal ein bisschen von nah. Hier sieht man auch relativ gut, das hier ist Leder. Hier vorne ist auch nochmal Filofax eingestanzt. Also es sieht alles echt richtig hochwertig aus. Und hier hinten, oh, übrigens steht hier auch nochmal Filofax. Ich glaube, das ist bei meinen anderen nicht so. Und hier hinten der Reißverschluss sieht eben so aus. Einmal von hinten. Hier erkennt man eben, dass das so von außen aufgenäht ist. Dann hoffe ich mal, das hat euch was gebracht. Das ist ja eher so für Leute gedacht, die überlegen, sich auch diesen Kalender zu kaufen und sich mal so die Farbe und die Ausstattung und so angucken wollen. Und es fühlt sich wirklich richtig schön an. Also richtig robust. Ganz anders als mein Safiano zum Beispiel. Das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Ja, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen was gebracht und gefallen. Und ich gebe jetzt einfach mal zurück zu mir. Weil ich das in dem Video irgendwie so ein bisschen unterschlagen habe, werde ich euch jetzt nochmal genau sagen, was da für Einlagen drin sind. Und zwar haben wir natürlich einmal das ganz normale Deckblatt, dann eben diese ganz normalen Trenner. So, dann haben wir To-Do, linierte Seiten und karierte Seiten. Dann Blanco. Dann die Standard bunten Seiten, eben blau, pink, grün. Und natürlich den Kalender, der da drin ist und ein Lesezeichen. Hier nochmal das Lesezeichen. Ach, und Kontakte. Mann, also wirklich alles drin. Ich habe den zwar privat bestellt, aber es sind wirklich trotzdem alle Einlagen drin. Die Folie, die hinten drin ist, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, ich werde jetzt natürlich erstmal für den ein paar neue Divider basteln. Beziehungsweise ich habe nächste Woche Prüfung, deswegen mache ich das wahrscheinlich erst nachher. Wenn ihr möchtet, dass ich euch das nochmal zeige, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Und übrigens, falls ihr gesehen habt, das ist so wirklich die Farbe in Realo. Also eben über die Kamera sah es ein bisschen dunkler aus, als ich auf dem Schreibtisch gezeigt habe. Wie ihr seht, das ist nicht so richtig strahlenblau, sondern eher so lila-stichig. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir unten in die Infobox. Und falls ihr noch mehr zum Thema Filofax sehen wollt, dann verlinke ich euch unten in der Infobox mein Setup von meinem Safiano. Und was verlinke ich euch noch? Und ich habe neulich ein Video gemacht, wo ich so eine Woche mit euch dekoriert habe. Das verlinke ich euch auch unten. Ich mache relativ viele Filofax-Videos. Also falls ihr noch mehr davon finden wollt, dann guckt einfach auf meinem Kanal. Ich bin ein bisschen süchtig. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass nächste Woche wahrscheinlich nur ein Video von mir kommt, weil ich halt Prüfungen schreibe und ihr kennt das ja, ne? Studenten fallen total aus dem Leben, sobald die Prüfungen dann ganz überraschend plötzlich kommen. Okay, ich sage jetzt Tschüss. Also, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.